Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss. Und ja, heute wird David auch zum Senior. Finde ich weniger schlimm als bei Amelie, keine Ahnung. Dadurch, dass wir es bei Amelie jetzt schon erlebt haben, ist das, denke ich mal, bei David nicht mehr ganz so schlimm. Und ja, der Gute steht hier auch heute als Erster auf. Sehr gut. Hat sich schon gut an das Seniorenlife, an das Seniorenleben gewöhnt. Ich weiß nicht, warum ich Seniorenlife gesagt habe. Ich weiß auch nicht. Ja, David hat heute Geburtstag und ich würde ihn gerne mal ein bisschen den Wetterbericht schauen lassen. Und danach dachte ich, ja genau, du hast nämlich noch gar kein, oder hast gar kein Gourmetfutter mehr. Kann David vielleicht mal ein bisschen Gourmet-Tierfutter zubereiten, vielleicht ein bisschen Ententierfutter. Und dann schauen wir so langsam mal nach den Tierchen. Du kannst dann gerne mal hier mit dem Pferdebein ein bisschen spielen. Du auf jeden Fall auch schon mal. Und du kannst dann als erstes irgendwie ein bisschen Heu fressen und trinken. Okay, schade. Ich wollte nämlich eigentlich morgen eine Geburtstagsparty für Elias machen und eigentlich da so eine Party draußen machen. Soll ich dann einfach cheaten? Weil guck mal, wie viel Regen ist. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich glaube, ich cheate einfach für den Sonntag Sonne. Weil ich möchte gerne eine schöne Party draußen haben. Ich meine, warum muss denn der Großteil des Sommers Regen sein? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist doch albern, dass es halt hier in Sims nur regnet. Also wirklich nur. Ich finde das nicht in Ordnung. So. Dass das mal gesagt ist. Ich finde das nicht in Ordnung, dass es nur regnet in Sims. Geht so nicht. Du kannst dann gern mal hier irgendwie Ställe säubern. Was machst du hier eigentlich? Nein. Kannst du bitte mal irgendwie ein Sammelobjekt erschnüffeln vielleicht? Die Kinder. Okay, Samuel wacht bald auf. Ah, du hast jetzt eigentlich genug Wetterkanal geschaut. Sorry. Du kannst dann mal hier rüberkommen danach. So. Genau. Du gehst dann nämlich auch gleich ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Und guck mal, wie schön es ist, wenn es hier einfach sonnig ist. Ich möchte, dass es hier mehr sonnig ist. Ich möchte nicht immer so schlechtes Wetter hier haben. Und ja, falls euch noch nicht aufgefallen ist, Flame schläft ja auch in einem der Ställe. Also so halb schläft er da drin. Man kann sogar den Stall säubern, während dein Pferd drin ist. Das wäre doch eigentlich auch ganz cool. Und vielleicht können wir uns danach mal ein bisschen um Romina kümmern. Die braucht sozial. Also braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. So, du kannst dann auch hier nochmal ein bisschen trinken und dann auch nochmal mehr grasen. So. Ih, ein faules Ei. Ew, das wollen wir wegwerfen direkt. So, okay. So, David, mein Lieber, dann würde ich dich nämlich mal bitten, hier das Gourmetfutter zu füllen und dann den Garten zu pflegen. Und dann kannst du den eigentlich auch düngen. Wir haben doch hier noch Dünger. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich meine, das sind 267 oder sowas von diesen Düngesachen. Dann kannst du mal nach dem Garten mit den besten Düngemitteln düngen. Und dann sollte das eigentlich auch alles passen. Samuel ist wach. Okay. Dann mach du mal dein Bett. Kannst hier auf Toilette gehen, säubern. Und dann würde ich dich eigentlich auch mal Hausaufgaben machen schicken. Die Kinder schlafen noch eine Weile. Du kannst, wenn du ausgeschlafen bist, hier mal auf Toilette gehen und duschen. Ja. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Was möchtest du hier? Oh, du möchtest die Pferdis alle am Hals kraulen. Das ist aber süß. So, für Nacho sollte ja jetzt Futter da sein. Huch. Hier, genau. Bisschen Napf fressen. Kann ja da noch mal ein bisschen kauen. Und dir geht's eigentlich auch ganz gut. Du kannst dann hier auch noch mal aus dem Napf fressen. Was möchtest du hier machen? Spielen. Gerne. Such dir eine gute Stelle aus und spiel auf dem Boden. Das können wir auch gern machen. So. Dann kannst du jetzt langsam mal ein bisschen grasen gehen. Du bist ja dann auch dabei. Du bist am Trinken. Nee, am Futtern. Danach kannst du noch mal was trinken.
Genau, und du gehst hier nach und nach in die Stelle. Da, den Stall können wir auch noch säubern. Interessant. Und danach würde ich, wie gesagt, mal ein bisschen zu Romina gehen. Bisschen pflegen. Und Halskraulen, umarmen. Das passt. Was magst du hier machen? Ja, okay. Das ist nicht so wichtig. Ah, der Garten sieht doch gut aus. Ich finde gerade David, ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn, wann ich ihn zum, also wann ich ihn in Rente gehen lassen möchte oder ob ich das machen möchte, weil er ist ja auch ein ehrgeiziger Sim. Das heißt, er liebt es zu arbeiten. Er geht super gern zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich ihn in Rente gehen lassen möchte. Ich glaube eher, ich möchte ihn eigentlich noch länger arbeiten lassen. Aber ich finde, würde sagen, Gärtnern ist eigentlich ein schönes kleines Hobby noch für ihn, oder? Ich würde sagen schon. Ah ja, du möchtest Hausaufgaben machen. Oh, ich finde aber auch mit Valerie Hüpfekästchen spielen süß. Deswegen möchte ich das eigentlich da drin lassen. Und ich finde eigentlich auch einen Sim einladen ganz schön. Warum gibst du mir immer andere Wünsche auf? Und ich habe gar nicht genug Platz für alle. Das ist gemein. So, Elias ist jetzt auch wach. Der war ja hier über Nacht bei Denise zu Hause. Kannst du vielleicht mal hier auf Toilette gehen? Und dich dann vielleicht mal umziehen. Wo ist denn die Kleine? Ich sehe sie gerade gar nicht. Ah ja, hier. Cool. Sie macht gerade Hausaufgaben. Da können wir ja eigentlich gleich dazukommen, ne? So, dann kannst du ja vielleicht mal hier Hausaufgaben machen mit Justina. Genau. Das wäre doch ganz cool. Sie kommt da ja auch gerade hoch. Passt gut. Und du bist auch dabei, Hausaufgaben zu machen. Und die Kleine kann danach vielleicht nochmal das Bett machen. Und dann können wir mal alle hier runterkommen. Soweit. Und was essen. Du hast dich um den Garten komplett gekümmert, was? Oh, du bist Amelie verliebt umarmen. Wie süß. Wie wäre es, wenn du dich hier nochmal einmal kurz mit Nacho beschäftigst? Ihn nochmal bürstest. Leckerchen gibst. Redest. Leckerchen geben bringt nicht wirklich was gerade. So, vielleicht. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, hier, der Katze geht's auch perfekt. Kann sie noch mal ein bisschen was jagen. So. Und hier bei dir sieht's eigentlich auch ganz gut aus. Du kannst dann gerne mal. Ja, du kannst eigentlich gerne mal ein bisschen rumgaloppieren danach und dann gerne auch noch mal mit dem Pferdeball spielen. Du bist hier nur noch am Grasen. Okay. Genau. Sollten uns auf jeden Fall auch mal so ein bisschen mit den Pferdis beschäftigen. Warum macht ihr jetzt keine Hausaufgaben? Oh, okay. Ist die Kleine schon fertig mit den Hausaufgaben? Das kann natürlich sein. Dann mach du einfach mal alleine Hausaufgaben. Ah ja, sie ist wahrscheinlich gerade fertig geworden. Okay, das ist ja in Ordnung. Wir können uns auch erstmal mit ihr anfreunden. Wir wollen ja eigentlich uns hier. Wir können sie ja mal nach dem Tag fragen. Ein bisschen tratschen. So. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen fangen spielen. Das fände ich eigentlich ganz süß. 25 Grad sind heute. Cool. Okay, jetzt kriegen wir unsere täglichen 80 Simoleons. Das ist natürlich auch eine Sache. So, okay. Dann sollten wir aber auf jeden Fall auch mal hier rüber gehen. Duschen. Okay, die Kleine kann schon mal was essen. Es ist Mittag. Ich würde sagen, sie kann ein bisschen gegrillten Käse essen. Du möchtest Athletik lernen. Spannend. So, wie sieht es bei euch hier aus? Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Nochmal ein bisschen reden. Nochmal die Hand beschnüffeln lassen. Ich weiß, warum ich jetzt immer die Wände unten habe, weil das da beim Stall am praktischsten ist. Aber für alles andere habe ich eigentlich immer so ein bisschen wenigstens die Rückwände oben. So, und du kannst dann mal auch was essen. Warum setzt du dich denn nicht mehr an den Tisch, Kleine? Du kannst doch einfach am Tisch essen. Oh, die spielen jetzt Fang. Oh, das sind sie gute Freunde geworden. Wie süß. Das finde ich cool. Wollen wir vielleicht hier auch nochmal direkt eine Wasserbombenschlacht machen? Wir können ihr mal ein Kompliment machen, wie gut sie laufen kann.
Und dann nochmal eine Wasserbombenschlacht machen, würde ich sagen. Genau. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber gut. Und danach würde ich ihn nämlich auch mal nach Hause kommen lassen. Denn bald wollen wir auch mal die Party feiern. Ich meine, okay, es ist erst Mittag, aber wäre schon ganz gut. So, meine Kleine, vielleicht magst du ja mal die Spazierfahrt unternehmen, die wir hier noch vorhaben. So, okay. Geht's dem Hundi jetzt aktuell gut? Ja, ihm geht's schon ganz gut mittlerweile. Dann kannst du hier mal auch noch mal was essen. Kannst du es hier mal säubern, duschen und dann kannst du auch mal irgendwie noch ein bisschen Grillkäse essen. Vielleicht kannst du noch mal kurz aufs Sommerfest gehen und da noch mal was essen gehen. Obwohl, wir waren gestern, glaube ich, erst auf dem Sommerfest und haben da was gegessen. Ne? Das ist ein bisschen viel, dann zweimal hintereinander da zu essen. Oh, ich finde es so schade, dass wir die Edelsteine nicht finden. Ich meine, wir haben hier überall Metalle rumliegen, aber wir brauchen halt eigentlich Edelsteine. Ich werde mal nochmal hier die ganzen Edelsteine sammeln gehen. Weil ich hoffe halt einfach, wenn wir die sammeln, dass dann einfach neue in der Welt erscheinen. Wenn wir die Sachen sammeln, die wir hier schon sehen, die wir ja eigentlich gar nicht brauchen, dass die dann aus der Welt sind und dann hier, weil das sind ja quasi Orte, an denen die auch einfach erscheinen. Wenn wir die gesammelt haben, dass dann neue kommen und dass dann hoffentlich auch die Edelsteine kommen, die wir brauchen. Weil damit haben wir aktuell nicht so wirklich Glück. Aber ich würde gerne eigentlich noch die Aufgabe abschließen. Weil Elias wird ja eigentlich auch morgen Teenager. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Naja, egal. Was möchtest du hier? Oh, nur Leute anspringen. Ich mag das nicht, wenn du hier Sims anspringen möchtest. So, du kannst ja mal ein paar Sammelobjekte schnüffeln. Der Katze geht's ja auch super. Die ist hier gerade noch ein bisschen dabei. Du kannst dann was essen. Und ich würde eigentlich auch gern mit David hier fahren lernen. Aber da hat er gerade nicht wirklich Zeit für. Vielleicht machen wir das später oder vielleicht auch morgen. Wir können ja hier mal fragen, vielleicht mal Daedra einladen. Hier nach Hause einladen, dann hätten wir nämlich mal den Wunsch erfüllt. Und wir können auch mit der Kleinen hier ein bisschen Hüpfekästchen spielen. Rennen wir mal dahin. Ich glaube, das sollte ja jetzt mal ihren Wunsch erfüllt haben, oder? Nicht? Nein, das hat ihren Wunsch noch nicht erfüllt. Okay, dann müssen wir das gleich nochmal machen. Dann kannst du mal hier hingehen. Dann könnt ihr nämlich zusammen ein bisschen Hüpfekästchen spielen, bis Daedra da ist. Oh, was? Wir sind jetzt schon mit ihr die beste Freunde geworden? Ah, wir sind alte Freunde, okay. Dann können wir vielleicht nochmal Dingens einladen. Hier. Philipp nach Hause einladen. Und dann kannst du dich vielleicht nochmal umziehen zu deinem Alltagsoutfit. Oder warte mal, eigentlich eher auch zu einem sommerlicheren Alltagsoutfit, weil da hat sie ja definitiv auch welche. Ich glaube, das hier passt am besten. Oder sogar das. Nee, wir geben ihr mal das da. Und dann kann sie nämlich noch ein bisschen Hüpfekästchen spielen. Laden wir ihn jetzt gerade ein oder doch nicht? Oh Mist. Okay. Wir laden ihn schon noch mal ein. Und danach können wir mitspielen mit der Kleinen. Nach Hause einladen, bitte. Und dann kannst du hier mal mitmachen. So, okay. Sehr schön. Ihr esst beide. Und ich würde mal sagen, Elias kann dann bald mal nach Hause kommen. Ah ja, da ist schon Daedra. Aber ich möchte einmal noch mal kurz Hüpfekästchen spielen mit der Kleinen. Einmal noch mal kurz, bitte. So, wie geht's denn hier den Tierchen? Du kannst dann hier mal pieseln. Warum? Nein, Pferd, hör doch auf zu schlafen wieder. Ach, herrje. Du kannst noch mal ein bisschen grasen. Du kannst dann vielleicht mal in den Stall gehen und pieseln und dann hier auch noch mal ein bisschen grasen. Kannst du nicht da drin auch schon pieseln? Ja, egal.
Du kannst dann mal zu Aragorn gehen. Nachher, okay. Wir machen das nachher mal ein bisschen. So, okay, dann haben wir mal genug Hüpfekästchen gespielt. Dann sagen wir ihm mal noch Hallo. Genau. Samuel hat das Spiel gewonnen. Na, sehr schön. Okay, dann, oh, du müsst auch mal eine Wasserbombenschlacht machen. Lass mal vielleicht hier nochmal ein weiteres Bild malen. Ein mittelgroßes vielleicht diesmal. Das wäre doch auch ganz schön. So, du kannst mal aufräumen. Genau, wenn der Kleine dann nach Hause gekommen ist, kann er nochmal was essen. Bisschen gegrillten Käse vielleicht. Und ich glaube, das Fahnen beibringen machen wir dann später. Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Genau, du kannst dann aufräumen. Und gucken mal. Vielleicht machen wir dann gleich erstmal nochmal die Geburtstagsfeier. Die kleine, kurze. So, können wir irgendwie was zu dritt machen vielleicht? Weil Daedra ist ja hier. Ich weiß auch nicht, wie ich sie am besten aussprechen soll. Ich nenne sie halt einfach Daedra. So wie die Daedra bei Skyrim. Hier gibt's ja Drinks. Cool. Hey, wir können natürlich auch eine Wasserbombenschlacht veranstalten. Moment, wir wollten ja noch diese Familienspaß-Arena. Ich meine, die können wir ruhig auch kaufen für die Kleine. Dann können wir doch damit spielen. Ich meine, wenn sie sich das wünscht, habt da kein Problem damit, das zu kaufen, damit die Kleine hier Spaß hat. Stellen wir vielleicht mal hier irgendwie hin. So. Und dann können wir da vielleicht mit der Kleinen kurz spielen. Obwohl, ne, die malt ja gerade. Egal. Das können wir später machen. Vielleicht können wir erstmal ein bisschen Tischtennis spielen mit Philipp. Ich versuche hier einfach eine schöne Zeit zu haben mit den Sims. So, du bist fertig. Und ich würde dich eigentlich gern mal mit einem Pferdchen hier was machen lassen. Nur mit welchem? Die wünschen sich alle irgendwie was. Ich würde eigentlich sagen, zu Romina sollten wir gehen. Ja, setzen wir uns einfach mal direkt drauf aufs Pferd. Einfach mal direkt so losgehen, draufsetzen. Du kannst mal hier reingehen, pieseln und danach. Ja, danach kannst du noch mal ein bisschen rumgaloppieren. So. Genau. Und du kannst dann danach dich nämlich mal ein bisschen mit Aragorn beschäftigen. So. Das passt ganz gut. Meditieren will sie. Okay. Moritz möchte eine Party schmeißen. 21 Uhr. Hey, da gehen wir doch mal hin. Das erste Mal, dass ich gehört habe, dass Moritz eine Party schmeißt. Nicht schlecht. So. Ich würde eigentlich vorschlagen, ja, du kannst eigentlich als erstes mal Wäsche waschen, wenn die hier schon ist. Der Kleine kommt ja auch gleich nach Hause. Ach stimmt, wir wollten ja erstmal noch die Party feiern. Ja, komm, dann gehen wir doch erstmal hier hin, feiern kurz gleich die Party. Du kannst dann mal hier hinkommen. Der Kleine kommt auch einfach erstmal nur nach Hause. So, sehr schön. Eine alte Freundin. Wo ist denn jetzt? Warum spielen wir denn eigentlich nicht mit Philipp? Können ja immer noch eine Wasserbombenschlacht veranstalten. Vielleicht klappt das ja mal. Weil das Tischtennisspielen hat ja scheinbar nicht geklappt. Könnten wir vielleicht mal alle langsam hierher kommen und so? Oh nein, Samuel beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Das ist natürlich nicht schön. So, da brauchen wir natürlich nochmal den Geburtstagskuchen. Wir machen ja einfach mal so eine kleine Party draußen. Statt jetzt irgendwie so viel drin zu machen. So, kommt die Kleine auch noch? Die wünscht sich das ja eigentlich hier drin zu spielen. Wir warten hauptsächlich noch auf den kleinen Elias. Du kannst derweil mal hier deine Frau verliebt umarmen. Genau. So, wie geht's euch denn allen? Du kannst auch mal ein paar Sammelobjekte schnüffeln.
Das mit dem Pferdeball. Oh nein, jetzt steht er da in der Ecke. Genau, das wollte ich vermeiden. Naja. Wir kriegen das schon irgendwie hin, wahrscheinlich. So, ist das Kind jetzt auch da? Okay, fast. Sehr schön. Okay, dann haben wir eure Wünsche erfüllt. Und dann gehen wir mal langsam hierher. Du kannst auch mal hierher kommen. Und danach sind wir auch wieder frei. Aber ich wollte halt schon, dass die ganze Familie hier ist, wenn wir den Geburtstag feiern. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen doof, wenn nicht alle die ganze Familie hier wäre. Ich hatte ja auch erst überlegt, noch Dingens hierher einzuladen. Denise, seine Schwester, aber jetzt ist sie nicht da. Zu spät. Ist mir jetzt erst auch wieder eingefallen, dass wir sie hätten einladen können. Naja, dann feiern wir heute halt erstmal nur mit der direkten Familie. Aber es ist ja auch ganz schön. So. Ja, das ist, denke ich, mal ein ganz guter Winkel. Jetzt schön, wie die da so in einer Reihe hintereinander stehen. Und die beiden da drüben spielen noch. Wasserbombenschlacht, das ist ja in Ordnung. Vielleicht können wir dann mit Samuel und den beiden noch irgendwo hingehen. Irgendwie vielleicht noch einen Film schauen gehen oder sowas. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Und. Wow, was soll. Ich will hin, nicht weg von David, danke. Steuerung. Okay. Ja, werden wir dann mal. Wird's dann mal was? Hier mit dem. Mit dem Elternwende so? Ja! Okay. Und natürlich ist auch er jetzt ein Senior. Alles klar. Wer hätte es gedacht? Gut, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt Kuchen essen. Nein, nein, danke. Nein, danke, wir wollen keinen Kuchen. Wir gucken dann einfach mal, was alle so mit jetzt nacheinander machen können. So, können wir denn in einen Film gehen? Nee. Können wir denn sonst irgendwas Schönes gemeinsam machen? Wir könnten irgendwie Spiele spielen zusammen. Könnten dahin gehen. Was haben wir denn so für Optionen? Im Zirkus, auf den Jahrmarkt. Angeln. ich überlege gerade, was wir so zu dritt einfach Schönes machen können. Wir können einfach mal in eine Bar gehen, oder? Ich meine, es ist Samstagabend. Lass uns doch mal irgendwie hier in Flying Weenie gehen. Dann, du wolltest ja nach wie vor noch dich mit Romina beschäftigen. Dann gehen wir da mal hin. Mal mit ihr ausreiten. So, schafft ihr beiden das jetzt eigentlich? Ja, ich denke mal schon. Du kannst dann hier mal vielleicht was trinken. Und ein bisschen grasen. Und du kannst eigentlich auch trinken und ein bisschen grasen. Euch geht's eigentlich super. So. Und David, wir packen mal die Kerze, nicht die Kerze, den Kuchen hier weg. Weil den brauchen wir nicht mehr. Ihr geht los. Du solltest mal was essen hier. Das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn der Kleine was zu essen bekommt. Und du möchtest immer noch weiter malen. Wobei, hatten wir nicht irgendwie auch. Genau, du wolltest ja irgendwie mit der Kleinen ein bisschen spielen. Dann mach doch das mal, dass du sie mal irgendwie beschnüffelst. Das wäre doch eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann kannst du mal hier Nacho ein Leckerchen geben. Ein bisschen spielen. Geht ihr jetzt eigentlich? Warum geht ihr nicht, ihr drei? Ich möchte eigentlich gern hier da mal hin mit euch. Wollen wir das mal machen? Warum können wir das nicht? Kannst du mal hier hingehen? Ach, es war Philipp im Weg oder was? Können wir jetzt da hingehen? Probieren es nochmal. Ja, gehen wir jetzt? Sehr schön, diesmal klappt's. Gut. Genau, wir müssen ein Taxi nehmen, weil Samuel ja immer noch nicht gelernt hat, Auto zu fahren. Und jetzt, wo der Kleine ja auch wieder zu Hause ist, sollten wir vielleicht mal den Vogelkäfig austauschen. Also aus diesem Käfig.
einen kleineren Käfig machen, den wir aber natürlich auflassen für den kleinen Vogel, damit der da auch rausfliegen kann, weil das ist schon echt wenig Platz sonst. So, wie machen wir den denn farblich? Vielleicht mal. Ich mal so ein schönes Blau, ein kräftiges, schönes Blau. Dann das hier in einem schönen Metall. Schönes Metall, naja, okay. Gut. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Und dann sollten wir da mal unseren Vogel reinpacken. Die Gabelracke, die auch noch gern einen Namen haben möchte. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ist richtig bunt, ne? Finde sie richtig schön. Genau, dann sollten wir dann mal das Futter nachfüllen, beobachten, mit ihr spielen. Kann die Gabelracke eigentlich auch sprechen lernen? Ich glaube, irgendwie nicht. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber ja. Genau, du fehlst jetzt noch. Du brauchst noch ein bisschen was zu tun. Ich dachte, du kannst mal etwas mehr Schach üben. Das wäre eigentlich ganz gut. Oder wir gehen zu Denise nach Hause. Moment, wo wohnt die denn? Ach ja, wir waren ja erst bei Denise zu Hause. Aber sie ist eh nicht zu Hause. Dann nicht, aber ja. Genau, dann sollten wir mal hier aufsitzen. Die haben scheinbar gerade schon interagiert, weil die so direkt voreinander standen. So. Okay. Dann geht's mal los für euch beide hier. Und du möchtest ein Springturnier für Anfänger gewinnen. Gucken wir mal, können wir daran heute noch teilnehmen? Ja, Springturnier für Anfänger. Genau. Es tut mir leid, ich muss gehen, ich muss gleich zur Arbeit. Ich habe mich köstlich amüsiert. Sehr schön. Na, immerhin. Können wir mit den beiden zumindest noch was unternehmen? Können wir vielleicht hier mit der Gruppe gehen? Warum kannst du denn da nicht hin? Was ist denn immer dein Problem? Geh doch da auch mal hin, bitte. Oh, dann teleportiere ich dich da halt hin. Ja, also, irgendwie Samuel hat gerade so ein bisschen Problem. Bisschen Probleme. James Jones, Chang Wu. Sind die da unten oder wo sind die? Ja, dann lassen wir die da einfach mal mitspielen, damit wir nicht nur zu zweit spielen. Schade, dass wir mit Philipp nicht noch weiter irgendwie was unternehmen konnten. Eigentlich wollten wir uns mit dem ja gut anfreunden, aber passt schon. So. Genau. Was soll denn das jetzt? Ich dachte, ihr geht auf das Turnier. Le Ach Mann, Leute. Ach, oder müssen wir jetzt das wieder hier aufschließen? Dann schließen wir das mal kurz auf. Und dann gehen wir aufs Turnier, ja? Reitsportveranstaltung teilnehmen, Springturnier für Anfänger. Ja? Machen wir das jetzt mal? Oder du wolltest doch ein Springturnier für Anfänger, genau. Und dann schließen wir das mal wieder ab. Die anderen Pferde sind nicht wild auf dem Hof rumgaloppieren. Du musst mal mit dem Pferdeball spielen. So. Oh, du möchtest Valerie das Gesicht ablecken. Das können wir natürlich auch gern machen. Okay, kannst du noch gar nicht bisher. Genau. Na. Danach sollten wir auf jeden Fall auch mal die Käfigtür öffnen. Oder wir öffnen sie mal generell und dann können wir auch mal ein bisschen mit der Gabelracke spielen. Ah ja, stimmt. Moritz feiert ja eine Party heute. Oh, da können wir auf jeden Fall auch nach dem Turnier hingehen. David kann da noch hingehen. Samuel kann hingehen. Wir können eigentlich alle mal hingehen zu der Party nachher, oder? Ich meine, wenn er schon eine feiert, warum nicht? So, schaffen wir es noch ins Turnier? Ich glaube, wir sind ein bisschen spät. Ja, doch. Wir packen es noch da rein. Das ist sehr schön. Und die Party beginnt erst in einer Stunde. Deswegen haben wir da noch genug Zeit für. Na. Gut. Dann schauen wir mal, wie gut wir das jetzt hier so hinbekommen, ne? Dann können wir die Gabelracke wieder wegsetzen danach. Na, und dann freust du dich mal hier mit der Kleinen an. Na, da, so habe ich mir das vorgestellt.
Er ist also ein kleiner Vogel auf dem. Ich meine, es ist viel cooler mit einem Papagei, ne? Aber wir verlieren ja ständig die Vögel. Das ist richtig schlimm. Und ich weiß auch nicht, ich glaube tatsächlich, dass es mit den Vögeln hier besser ist, oder? Wahrscheinlich muss man die Käfigtür immer schließen, damit sie nicht wegfliegen und dann irgendwie. Keine Ahnung, weil ich hatte halt mit den Vögeln hier in dem kleinen Käfig, glaube ich, noch nie das Problem. Was war das für ein Sound? Hä? Nein. Oder? Doch. Nein. Ich dachte mir gerade, was ist das für ein Sound? Und dann kam der Sensenmann-Sound. Der Ich bin da-Sound. Oh. Muss eben mal gucken, ob alle beschäftigt sind. Angegriffen werden? Hallo? Nein. Du greifst bitte nicht hier das Kind an. Danke. Ach, Menno. Ach, Nacho. Oh. Oh. Es ist gerade halt Mia weg, ne? Wir hatten jetzt tatsächlich mal eine normale oder eine maximale Haushaltsgröße, also eine normale, maximal mögliche Haushaltsgröße. Genau, da scheint doch gerade der Grabstein. Und nein. Warum? Dieses arme kleine Nacho. Oh, der tut mir so leid. Oh, aber Nacho hat ein sehr, sehr glückliches Leben bei uns geführt. Und schaut mal, wenn wir den jetzt mit Mia einziehen lassen hätten, dann hätte der seine letzten 2 Tage einfach nochmal umziehen und sich an eine neue Umgebung gewöhnen müssen. Oh. Oh, wie süß. Ich mag das, wie der Sensenmann sich immer um den kümmert und so. Oh. Oh, ist das nicht lieb? Keine Ahnung, ich finde das sehr lieb. Dass er immerhin irgendwie. Na, jetzt wirft er da so ein Stöckchen nach oben. Und dann sammelt er das natürlich. Oh. Och, Mann. Die Habseligkeit von Nacho sind alle im Inventar von Amelie hinzugefügt worden. Ja, danke. 1000 Steinchen. Die können wir ja gebrauchen. Okay. Wir sind der zweite Platz, Leute. Oh, Nacho, ich hab ja schon irgendwie damit gerechnet, dass das bald passieren könnte. Deswegen. Oh Mann, also es ist jetzt nicht so schlimm, wie das mit Sophia war und mit Leon. Aber es ist trotzdem schlimm, weil es ist immer noch Nacho, ne? Es ist immer noch unser lieber Nacho. Findet jetzt die Party hier doch nicht statt bei Moritz? Okay. No, natürlich sind wir jetzt auch alle traurig. Kannst du mal ein bisschen weitermalen? Ich dachte halt, die Party würde stattfinden. Dann wäre ich da jetzt eigentlich gerne hingegangen mit allen. Aber wenn die nicht stattfindet, dann natürlich nicht. So, genau. Du kannst ja mal auf Toilette gehen. Oh, ob wir hier noch den ersten Platz bekommen werden? Das wäre natürlich richtig cool. Leute, komm. Alter, der kann sich auch einfach nicht mehr bewegen, der Samuel, oder? Ich verstehe das nicht. Oder war er gerade auf dem Weg, das andere zu benutzen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wollte er gerade das andere benutzen. Sie hat jetzt tatsächlich mal malen gelernt. Und sie Level 9 vom Reiten, Romina Level 3 beim Springen. Und wir haben nur den zweiten Platz belegt. Ach, schade. Naja, gut. Aber wir haben uns bemüht. So, und jetzt nochmal gucken. Ist jetzt denn hier die Party bei Moritz im Gange? Nee, ne? Ist sie nicht. Schade, wäre ich gern hingegangen zu Moritz nach Hause. Ich meine, wir können natürlich auch so einfach alle zu Moritz nach Hause gehen. So ist es nicht. Wäre ein bisschen komisch, oder? Einfach so zu ihm nach Hause zu gehen. Vor allem, weil es eigentlich auch schon relativ spät ist. Ich würde sagen, du kannst mal deine Hausaufgaben machen hier. Jetzt sind wieder auch alle traurig für 2 Tage. Oh. Ich meine, verständlicherweise. Was ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste, wenn wir jetzt alle mal traurig sind. So, dann mach du mal Hausaufgaben. Du kannst hier weiter Schach üben. Genau, mach das mal so lange, wie du magst. Vielleicht wollt ihr noch mal irgendwie zusammen was essen gehen, irgendwie hier Drinks holen.
Mit der Gruppe. Wenn er das denn kann, oder ist das wieder so ein, oh nein, ich kann mich hier nicht bewegen, ich kann überhaupt nichts, Ding. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, der Dra läuft auf jeden Fall schon mal los. Jetzt ist nur die Frage, ob. Okay. Interessantes Routing hier von dem Grundstück auf jeden Fall. Hier reiten, wohin reitet ihr denn? Ihr sollt bitte hierher reiten, galoppieren. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt eh nach Hause geritten wären, aber ja. Okay, jetzt hat sie ja so ein bisschen malen gelernt. Dann würde ich sagen, kann die Kleine auch mal ein paar Hausaufgaben machen. Damit wir das dann auch schon mal erledigt haben. Und, oh Gott, jetzt haben wir wieder weniger Tiere. Und, aber das Ding ist halt, ne, das habe ich noch gar nicht erzählt. Mein Plan war, dass wir erst wieder ein Fohlen bekommen, wenn wir auch Platz im Haushalt haben und das normal bekommen können. Das habe ich, also den Plan habe ich jetzt schon sehr lange. Und deshalb, ja. Das Ding ist nämlich, wir haben jetzt die Interaktion Fohlen machen. Ja, das war der Plan, dass wir vielleicht jetzt Fohlen machen können. Mit Aurora und Aragorn, die alle ungefähr also ähnlich alt sind. Ich meine, das Fohlen, das erste Fohlen von Aurora, Romina, wird früher älter als Romina selbst, als Aurora selbst, meine ich. Weil Aurora halt ein Einhorn ist. Sie hat einfach sehr viel länger lebt. Und ja, jetzt sind natürlich alle traurig. Oh! Sie möchte jetzt Geisternatschen schnüffeln. No. No. Okay, können wir nochmal Kontakt knüpfen, nochmal ein bisschen beschnüffeln, bisschen pflegen. Wo seid ihr denn jetzt? Hier, okay. Dann wollen wir das hier vielleicht mal aufschließen. Und dann können wir nämlich mal hierher reiten. Trab. Oh, du müsst Reiten perfektionieren. Und. Ja, okay, du warst jetzt Drinks holen mit ihr und dann würde ich jetzt aber auch mal die, keine Ahnung, wir können ja irgendwie sie nochmal kennenlernen. Kennen wir überhaupt Merkmale von ihr? Ich glaube, wir sind einfach nur die besten Freunde, so die besten Schulfreunde. Aber kennen sie eigentlich gar nicht wirklich. Und dann können wir sie mal freundschaftlich umarmen und dann auf Wiedersehen sagen. Und dann kannst du auch nach Hause kommen. So, und du solltest dann mal absteigen. Hallo? Absteigen. Sehr schön. auch Menno, Nacho. Hier, das sollten wir dann auch mal rüberpacken. Ja, das hatte ich ja schon mal gemeint, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich das hier vom Platz her hinkriegen soll. Wir könnten natürlich auch das Grab, die Gräber darüber packen. Vielleicht packen wir den Hühnerstall hier hin und dann die Gräber nach da hinten. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, nicht sehr realistisch, so einfach die Gräber auszuheben und sie woanders hinzusetzen. Aber es ist Sims und wir können jetzt einfach einen schöneren Ort für die Gräber finden. Wir haben hier sogar so ein bisschen Pflanzen habe ich da hingesetzt. Also so ein paar Blümchen, dass die da gewachsen sind, weil ich mir dachte, das ist eigentlich ganz süß. Und dann haben wir hier so ein bisschen unseren ganzen Farmbereich zusammen mit den Pferden, mit den Hühnern. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Hier vielleicht noch so ein bisschen davon hin. So. Dann haben wir das eigentlich auch erledigt. Oh. Ich hab Nacho gern. Das tut mir so leid mit Nacho. Aber wie gesagt, Nacho hat ein sehr, sehr glückliches Leben bei uns, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass das sehr toll war mit ihm. Also für ihn halt so. Sein Leben hier mit der Familie war schon ganz cool. So. Okay, du bist mit deinen Hausaufgaben fertig. Sehr, sehr cool. Dann. Und sind schon wieder andere Steinchen gespawnt? Nein? Nein? Okay. Schade.
Können wir noch irgendwie mehr mit dem Vogel machen? Oh, achso, okay, sie ist noch da. Aber ich glaube, wir können ja tatsächlich dem Vögelchen nicht beibringen zu sprechen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, das nächste Mal werden wir bestimmt nochmal wieder einen Papageien suchen und dann mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen besser hinbekommen. So, genau. Genau, Romina, das machst du gut. Sagen so, wir dürfen noch eine Stunde draußen bleiben. Der kommt aber auch gleich nach Hause. Das passt. Und du, Kleiner, musst noch deine Hausaufgaben machen. Oh, sie hat jetzt sogar die Gitarre bei sich. Die kann sie natürlich hier hinstellen, einfach. Genau, mach du deine Hausaufgaben. Danach kannst du ja auch noch mal ein bisschen Grillkäse essen. Als Belohnung. Und, ja. So, sie haben sich auf jeden Fall köstlich amüsiert. Wir haben nur leider mit Philipp keine gute Freundschaft etabliert, aber hey, guck mal, wie viele Wünsche wir noch frei haben. Ich möchte also auf jeden Fall am Sonntag dann mit David und Samuel fahren üben. Dann feiern wir den Geburtstag von Elias. Und ja. Hier 6 Stunden angestrengt trainieren. Hallo, das ist, Amelie ist jetzt eine Seniorin. Das wird sie bestimmt nicht mehr machen. Das bezweifle ich aber stark. Du kannst dann eigentlich einfach mal schlafen gehen. Und du eigentlich auch bald mal. So, du bist hier gerade nach Hause gekommen. Das ist sehr schön. Ja, komm. Wäsche waschen könnten wir auch demnächst mal. Machen wir vielleicht auch mal. Aber haben wir eigentlich noch genug Zeit für? Du kannst dann auch mal schlafen gehen. Guck mal, dann können morgen alle richtig früh aufstehen. Außer Valerie vielleicht. Oh, die beiden pflegen sich hier noch ein bisschen. Du kannst mit dem Pferdeball spielen. Du kannst dann mal in den Stall gehen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, du trink mal was. Kannst dir gerne mal ein bisschen Heu fressen. Und no, der Katze geht so schlecht. Ach stimmt, vielleicht kannst du dich ja mal mit der Katze beschäftigen. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ich glaube, Hugo braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, das sieht sehr danach aus. Können wir da vielleicht mal hingehen jetzt, Samuel? Oder hast du wieder. Okay, doch. Samuel kann wieder Dinge. Das ist doch schon mal was. So, na. Wir haben hier so einen kleinen süßen Vogel. Zwitschern. Ja, okay. Ja, Moritz, wir wären gern zu deiner Party gekommen, aber es war irgendwie keine Party. So, wir hätten einfach zu ihm nach Hause gehen können. Zur Party wäre ich gegangen. Wäre aber auch irgendwie ein komischer Moment gewesen, ne? Dann zu Moritz Party zu gehen, während Nacho gerade stirbt. Ich weiß ja nicht. Aber hätte ich eher noch gemacht, als jetzt einfach so zu ihm hinzugehen. Wäre ein bisschen komischer gewesen. Und ja, dann spielen die beiden hier noch ein kleines bisschen. Ich glaube, die kennen sich ja noch so gar nicht, ne? Ja, die kennen sich noch gar nicht wirklich. Dann können die beiden sich ja auch noch mal ein bisschen annähern. Und dann wird Samuel wohl doch nicht ganz so früh wach sein morgen. Aber ich meine, dem geht's halt sonst super. Dann würde ich mal sagen, sehen wir nächste Folge, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, Elias wird dann ein Teenager. Samuel soll das Fahren lernen und ja, die anderen Sims haben dann auch noch Dinge vor. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr von der Idee mit den Fohlen haltet, ob ihr überhaupt nochmal wieder ein Fohlen wollt. Oder ob wir sagen, so, nee, 3 Pferde reichen eigentlich. Ich meine, ich habe hier ja noch einen vierten Stall platziert. Für den Fall, dass man den noch braucht. Aber ja, sehen wir dann einfach mal in der nächsten Zeit. Ich wünsche euch aber noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.